Ich empfehle immer, holen Sie sich gespaltenen Karpfen, also halbe Karpfen, und lassen die am besten auch beim Fischhändler Ihres Vertrauens portionieren. Achten Sie darauf auf die Frische, die Schleimhaut sollte immer noch wirklich eine Schleimhaut bilden, ne? Also es sollte immer schleimig oben sein, auch möglichst viel Schleim, das ist genau das, was den Karpfen am Ende auch blau macht, und klassenüblich natürlich herrliche, hellrote, blutige Kiemen. Die müssen wir noch rausmachen. Der traditionelle Koch nimmt das einfach so in die Hand, ne, und zerrt man einfach dran und hat die schon weg. Zu Hause können Sie das gerne anders machen, empfehle ich mal. Nicht jeder mag das. Nehmen Sie ein Messer und schneiden Sie genau hier oben nur einen kleinen Schnitt und schon können Sie es bequemer rausnehmen, brauchen Sie so zerren. Aber normalerweise reicht einfach aus. Das sind herrliche, frische Tiere. Sieht man wirklich daran, also es geht nicht besser, das muss ich mal so sagen, ne? Einmal frei. Immer mal Hände waschen, ganz wichtig. Die Hände sollten möglichst trocken sein, weil Karpfen ist eine glitschige Angelegenheit. Der kann ihn auch mal schnell durch die Finger flutschen und dann landet er auf dem Fußboden, wo sie ihn wirklich nicht haben wollen. Als nächstes tun wir den Portionieren, je nachdem, nach Größe des Gesamtkarpfen. Ich empfehle immer an der kleinen Flosse einfach einen Schnitt und schon nehmen wir eine Portion, dann tun wir den zweiten auch noch portionieren. Man könnte theoretisch, ich kann es aber bei den Großen zeigen, man könnte theoretisch, je nach Portionsgröße, einmal davor schneiden. Ja, der will nicht. Und man könnte sich theoretisch noch mal ein kleines Stück nach der Flosse, hat man ein schönes Mittelstück. Ja, könnte man sich das nochmal so rausschneiden. So, als nächstes brauchen wir den Sud für den Karpfen. Dazu brauchen wir einen möglichst breiten Topf, dass der Karpfen möglichst nicht übereinander liegt im Topf, sondern wirklich nebeneinander. Dazu haben wir schon mal einen breiten Topf vorbereitet. Bei uns in der Küche ist das nicht ganz so problematisch. Wir haben breite Töpfe. Und wichtig ist kaltes Wasser. Kaltes Wasser für die Gewürze. Sie brauchen reichlich Wasser. Der Fisch soll schwimmen. Man kann ihn auch dünsten, man kann vieles damit machen. Es gibt da 100 verschiedene Varianten. Jeder möchte das ein bisschen anders machen. Wir tun den schwimmen lassen in einem Sud mit unseren Gewürzen. Darin tun wir die Möhren, den Sellerie und Zwiebel, Piment und Lorbeeren. Ja, einfach rein. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen ja, ich empfehle, schneiden Sie das Gemüse etwas kleiner, nicht zu grob, ruhig noch etwas feiner, wenn Sie einen kleineren Topf haben, ruhig noch, damit es richtig auslaugt. Ja, das soll wirklich den Geschmack aus dem Gemüse in diesen Sud hineinbekommen. Jetzt einfach Feuer drunter und jetzt müssen wir ein bisschen warten. In der Zwischenzeit können wir trotzdem schon salzen. Eine kleine Prise Pfeffer rein, ist auch Geschmackssache, muss man nicht machen, kann man machen. Essig nicht vergessen. Und wir machen eine kleine Prise Zucker rein, das hebt den Geschmack oder bringt das Gemüse noch mal ein bisschen hervor. Sie wollen ja eine Art blauen Karpfen, der so ein bisschen nach Gemüse, nach Wurzelgemüse, nach Winter, das soll ja alles nach was schmecken. Karpfen an sich ist ja immer so eine Sache, manchmal ist er ein bisschen schlammig, wenn man Pech hat. Also wir wollen Geschmack reinbekommen, also müssen wir dem Wasser, wo der Karpfen drinnen liegen wird, auch Geschmack geben. Wir lassen das Ganze mal aufkochen und dann, jetzt sind wir soweit, Wasser kocht. No, es kann ruhig sprudeln, es soll im Moment schon kochen. Das ist auch der Moment, wo wir noch mal nachwürzen können. Ja, gucken wir mal. Ja, können wir noch ein bisschen nachwürzen. Schmeckt schon schön nach Sellerie, Zwiebeln, Möhre, also wunderbar. Das Karpfenwasser sollte überwürzt schmecken. Das heißt, also es sollte wirklich säuerlich sein, also richtig säuerlich, und es sollte auch sehr salzig sein. Der Karpfen schluckt sehr viel Salz weg. Also man sollte dort nicht zu viel, aber es sollte reichlich sein. Können wir ruhig noch alles reinschütten. Ne? Beim Essig. Wir selber nehmen normalen Branntweinessig. Also hochprozentigen Branntweinessig. Man könnte auch anderen Essig nehmen, aber ich muss gestehen, ich empfehle ganz normalen Essig, keine Experimente, weil sie wollen ja den Fischgeschmack am Ende trotzdem noch haben und nicht irgendwelchen Apfelgeschmack oder Weingeschmack oder irgendwas. Es gibt ja verschiedenste Essige mittlerweile. Sie können es gerne zu Hause experimentieren, aber ich empfehle, nehmen Sie ganz normalen Essig rein und dann passt das schon. Ja, dann können wir noch eine kleine Prise Zucker, weil wir haben eine Menge Wasser. Alles drin,
hat reichlich gekocht. Wie gesagt, aus dem Kalten heraus. Ja, schöner kräftiger Essig und schöner kräftiger Salzgeschmack. Und jetzt können wir die Karpfenstücke einlegen. Sie merken schon, der wird schon bläulich. So ein kleines Stück. So, jetzt ist wichtig, runter mit der Temperatur. Und der Karpfen muss vor allen Dingen ziehen. Er sollte nicht kochen, weil sonst zerkochen sie wieder die blaue Schicht. Und wenn Sie einen ordentlichen blauen Karpfen haben wollen, der auch was fürs Auge ist, nicht kochen, nur ziehen lassen. Und der Karpfen braucht Zeit. Mindestens 20 Minuten, so wie er jetzt ist. Wenn die Karpfen dicker sind, etwas länger, wenn sie etwas dünner sind, etwas kürzer. Aber 20 Minuten sollten Sie sich unbedingt vormerken, auch auf die Uhr gucken und wirklich danach gehen. In 20 Minuten sehen wir uns wieder, gucken wir mal, was draus geworden ist. Zwischendurch noch mal ein ganz kurzer Tipp. Man hat ja Fischhände, ne? Wenn man Fisch anfasst, gerade mit dem vielen Schleim dran, man hat Fischhände. Man sollte die immer mit kaltem Wasser abspülen, nie mit warm. Ne? Immer mit kaltem Wasser. Und um den Geruch loszuwerden, nehmen Sie einen Metalltopf, einen richtigen Metalltopf, feuchte Hände und reiben die Hände einfach an den Metalltopf ran. Und? Nix, alles weg. Geht übrigens mit Zwiebeln, mit Knoblauch. Funktioniert super gut. Probieren Sie es mal aus. Da sind wir wieder. 20 Minuten und ein bisschen was drüber haben wir den Karpfen jetzt drinnen gelassen. Es sind ja ganz paar Stücken gewesen. Wir reduziert. Sie sehen also, es tut nicht kochen, sondern nur ganz leicht ziehen. Ab und zu kommt mal was hoch. So soll das eigentlich sein. Ja, die Stücken sind auch wunderbar geworden. Jetzt nehmen wir einfach mal so ein Stück raus und gucken mal, wenn wir den auseinandernehmen, wie der auszusehen hat. Ja, Sie sehen also butterweich, herrlich. Und man kann ihn förmlich von der Kräte runterziehen. Und so sollte er sein. Diese Dinge sollten nicht mehr rot, rötlich sein, sondern das muss alles gestockt sein. Die Karpfen darf sich so leicht lösen lassen von der Kräte. Viele machen können auch eine klassisch wäre hier rausziehen. Wissen wir, aha, okay, weich. Ne? Also wenn das von alleine geht, so muss ein Karpfen dann sein. Nicht zu lang, nicht zu kurz, wunderbar. Das ist unser Probestück fürs Personal, müssen wir auch dran denken. Ne? Klassisch, Meerrettich, Spreewälder. Ne? Und dann nimmt man sich ein Stück Karpfen, entweder ein Kopf oder ein Schwanzstück. Wir nehmen jetzt mal ein Schwanzstück raus. Eine schöne blaue Farbe. Ja, selbst das kleine Stück hier, wunderbar ist das geworden. Also super, also einfach, so sollte es einfach sein. Dazu immer etwas flüssige Butter. Sollte man nicht unterschätzen. Und aus unserem schönen Kartoffeltopf. Ein Stück Zitrone noch dazu. Und das wäre das klassische Karpfenblau. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de